Das nach einer Sekunde. 13 bleiben noch übrig. Andrew Warren. Gutes Spiel an den Korb. Prima gespielt von Andrew Warren. Rückstand. Randall kommt aus dem Tritt, verliert den Ball. Fastbreak MBC. Jones verkürzt. Hatton lässt noch ein bisschen Zeit runter von der Uhr. Marcus Hatton. Marcus Hatton hat den Ball noch. Warren. Da ist Kirush. Da ist Kirush. Zumindest stabil halten. Mehr als minus 6 lagen sie noch nicht hinten. Bonn schafft es aktuell nicht, weiter davon zu ziehen. Schwierig für einen Spieler mit seinem Profil mit 4 Fouls zu spielen. Warren immer wieder kriegt er die Blöcke, kommt dann raus, schaut für den Dreier. Warren jetzt mit vielen Ballkontakten, vielen Aktionen und Hatton unterm Kopf. Helfen. Dribbeln durfte er nicht mehr, LeBron Jones. Warren will jetzt den Block haben. Guter Pass von ihm und mit der linken Klebe. Der PC mit sehr vielen Ballverlusten. 10 schon. Ungewohnt für diese Mannschaft. Er ist so sicher aus diesem. Warren mit dem Dreier. And one! Oh! Da sehen Sie es. Hier ist am Ball. Warren. Starkes Ding. Warren für 3. Goaltending da zugunsten von Kyle Weaver. Deswegen jetzt auch der Spielstand 61-70. Kyle Weaver hat nochmal einen Feldkorb draufgekriegt. Haben wir das jetzt auch aufgeklärt? Andrew Warren! Naja, der MBC wartet weiter auf die ersten Punkte. Solange werden sich die Fans hier nicht hinsetzen. Warren, Zug zum Korb, hoch angesetzt. Dieser Fotou, wieder Günther. Was über den Boden, aber der Turnover und Andrew Warren im Fastbreak. Der MBC ist wieder dran. Dafür, dass er vielleicht noch nicht getroffen wurde, sei es drum, am Ende hat er sowieso nicht getroffen. 21 beide. Also 100%ig aufzulösen ist es nicht. Warren. Fadeaway. 2 Minuten noch. Gut zu spielen in Viertel Nummer 2. Wieder gute Ballbewegung aus der Ecke. Andrew Warren! Scrub. Erster Fehlversuch von der 3-Punkte-Linie. Warren im Gegenzug. Hatton. Pantelic Dreier fällt nicht. Warren. Wenn man in dieser Saison hört, Entschuldigung, aufhört, die Stimmbewegungen auszuführen. So, jetzt aber weiter mit Warren aus der Ecke und der passt. Warren, jetzt sitzt er. Jones, Pick and Roll mit Giorgio Pantelic, der läuft durch zum Korb, legt dann aber raus, stark auf Warren. Großartiger Korb.
Warren. Persönliches Foul kassiert. Beide arbeiten am Limit auf den jeweiligen Scores. Der eine ist nur nicht so besonders positiv. Niedermanner reingekommen, bekommt jetzt auch noch ein paar Einsatzminuten und Andrew Warren aus der Ecke versenkt nochmal ein. Na bitte! Mismatch klein und schnell gegen groß. Ja, der Ball nicht am Ring, deswegen gibt es keine neue Angriffszeit. Da muss geworfen werden. Ein tiefer Dreier und der Pass von Warren. Immer noch keine Punkte für den MBC. Das sind die ersten. Schönes Anspiel. Gut gelöst. Jovic. Von der Dreierlinie. Ungedrängt. Korb zieht und den Korbdinger machen will, aber der Ball rutscht ihm aus den Fingern. Wie gesagt, ab und zu auch mal Tag mehr Erholung von Igor Jovic. Er zahlt ihm das zurück, ist der drittbeste Vorlagengeber der Easy Credit BBL. Und Warren kam, der Schütze. Und Rebound bei Patelic. Pinkins. Die Hilfe kommt von Kone und Pinkins sieht das gut und spielt genau dahin. Guter Pass von Hatton in die Ecke auf Warren und der macht den Dreier. So ein Spieler, der häufig gefüttert wird und dann seine Punkte macht. Oh, starker Pass von Hatton. Und dann geht's mal schnell und irgendwie ist es wahrscheinlich ein typisches Basketballspiel. Die eine Mannschaft führt zur Halbzeit mit 20 und am Ende wird die zurückliegende Mannschaft nochmal eine Chance haben auf den Sieg, auf das Rankommen. Und jetzt sind sie dran mit. Sears geht auf den Steal, aber gut in der Defensive wieder alles aufgefangen. Warren! Warren. Lösung gefunden. Das ist der Justin Sears in dieser Saison. Ganz, ganz wichtiger Mann. Gerade nach den Verletzungen. Ist natürlich trotzdem ein offener Dreier, den du als Trainer sehr gerne siehst, dass deine Mannschaft ihn nimmt, ob er dann halt drin ist oder nicht. Aber das war schon in Ordnung. Andrew Warren. Johnny Berhane-Mescal, diesmal ist er nicht drin. Pinkins sichert den Ball. Warren, guter Pass hinten raus von Marcus. Um es mal ganz platt zu sagen, in der Verteidigung noch nie so wirklich der Zugriff hier. Warren, gut ausgespielt aus dem Block von Glover. Der Pass von Hatton, gut gesehen in der Offensive Bremerhaven. Und das bis hierhin ohne Jordan Hartz auf dem Parkett in diesem zweiten Viertel. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Andrew Warren. Boah. Lamont Jones. Warren. Deutschland. Rein geht's. Kriegt der MBC das Ding über die Ziellinie geschoben. Noch ist hier alles möglich in jedwede Richtung. Andrew Warren beginnt mit diesem. Jetzt schafft er sich den Rebound. Es scheint so, als hätte der MBC diese kritische Phase erstmal überstanden. Andrew Warren.
Und jetzt endlich wollte er auch mal drauf. So, der MBC braucht Punkte, damit er hier zur Halbzeit vielleicht nur einstellig zurückliegt. Alba in Sichtweite bleibt. Warren hat es nochmal angetäuscht, versucht es aus dem Stepback. Auch viel einfacher aus 5 Metern der Mitteldistanzwurf. So macht er dann doch noch seine beiden Punkte in diesem Angriff. Tolles Anspiel von Hatton. Das Gold vor dem Spiel meinte, Risiko gehört zum Spiel. Und wenn man mit Risiko spielt, muss man eben auch akzeptieren, dass es eine gewisse Anzahl von Fehlern gibt. Martin Geisler hat das in der Presse relativ deutlich gesagt, dass er wohl derjenige ist, der jetzt den Kürzeren bringt, der ihn haben will. Dann werden wir uns nicht sperren. Also Botschaft ist klar. Der Agent von Jordan Seibert wird im Moment relativ viele WhatsApp-Nachrichten in Sachen Seibert verschicken und empfangen. Boah. Warren.